Herzlich willkommen auch auf YouTube bei einer weiteren Runde Cyberpunk. So, wir müssen der Wache folgen. Das tun wir eben mal. Ruhen Sie sich aus. Die Ärztin wird gleich bei Ihnen sein. Okay. Was ist passiert hier? Ich hab jetzt schon gerade gedacht, das Spiel ist jetzt eigentlich komplett vorbei. Also keine Ahnung. Komm her. Ich warte auf dich. Okay. Arasaka ist von den Toten auferstanden und lebt, wenn auch im Körper seines Sohnes. Der CEO wurde vor über einem Monat für tot erklärt, jedoch wurde bereits vor seinem Ableben eine Kopie seines Bewusstseins erstellt. Offenbar wurde es verwendet, um das Bewusstsein seines Sohnes und Nachfolger Yorinobu Arasaka zu ersetzen. Diese schockierende Entwicklung wurde zuvor in einer Pressekonferenz enthüllt. Yokoso, minasan, sofu wa yoku. Kare ochita hana wa 枝に戻らないと言っていました。人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものです。ついに人類最大の恐怖が克服されました。私、サブロー・アラサカは今息子の体を使い皆さんの前に立っています。 私はかつて頼信に生を与えました。彼は愛する父のためにそれを返してくれたのです。私のいない間、頼信は会社を変革しようといくつかの決定を下しましたが、これらは過ちでした。私の指揺らぐことのない 決して揺らぐことのない強い荒坂が帰ってくることを約束いたします。ご清聴ありがとうございました。Heute ist ein wirklich historischer Tag, denn heute hat die Technologie das leere Versprechen der Religion endlich erfüllt. Saburo-sama, Makoto ni omedeka. Bitte machen Sie sich fertig, die Tests beginnen bald. Keinen guten Morgen, kein ich habe gute Nachrichten für Sie. Wir müssen heute eine Reihe an Tests durchführen. Behindern Sie den Ablauf bitte nicht. Parietallappenuntersuchung. Benutzen Sie Ihren Kiroshi-Scanner und lesen Sie den angezeigten Text ab. Und es war faszinierend zu beobachten, sagte er, wie eine Seele ihren Lebensweg wählt. Zuweilen bemitleidenswert, zuweilen lächerlich, zuweilen wundervoll und seltsam. Das reicht. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Verlinken Sie sich mit dem Gerät. Meta-Bewusstseinsbildung. Initiiere Test. Der Patient ist bereit für die Untersuchung. Was sollen diese Tests eigentlich testen? Initiiere Gerätskalibrierung.
Antworten Sie auf die Stichwörter mit dem ersten Wort, das Ihnen einfällt, ohne nachzudenken. Reise. Leben. Zuhause. Die Stadt. Feind. Arasaka. Prinzipien. Ich. Verrat. Johnny. Sie sind in einem Maisfeld. Hohe grüne Pflanzen, soweit das Auge reicht. Das Sonnenlicht ist grell und blendet. Die Maispflanzen teilen sich, während sie voranschreiten. Sie erreichen eine Lichtung, die von einem Mähdrescher hinterlassen wurde. Wofür ist dieser Test überhaupt? Zum Überprüfen ihres Mitgefühls. Ihr Mund ist trocken und klebrig von der Hitze. Zu ihren Füßen ist ein Nest. Die Maschine hat den weichen Boden aufgewühlt. Sie entdecken blinde, neugeborene Feldmäuse um das Muttertier. Die Maschine hat sie in zwei geteilt. Die Tiere liegen in perfekter Symmetrie, wie eine winzige Blume. Ihr Mund wird wässrig. Was stimmt nicht mit mir? Ein Schatten breitet sich langsam auf dem Boden aus. Die erste Regenwolke des Jahres. Ja, gut. Messungen abgeschlossen. Wie habe ich mich geschlagen? Das werden wir sehen. Motorischer Funktionstest. Betreten Sie das Laufband. Motorischer Funktionstest. Verbinden Sie sich mit dem Gerät. Worum geht's bei diesem Test? Gehen Sie? Werden Sie allmählich schneller? Scheiße! Steh auf. Hier kannst du nicht bleiben. Willkommen bei den N54 News. Ich bin Gillian Jordan. Die Welt steht immer noch unter Schock, nachdem bekannt wurde, dass Saburo Arasaka von den Toten wiederauferstanden ist, im Körper seines Sohnes, Yorinobu Arasaka. Ein offener Protestbrief, der sich gegen diese Wiederauferstehung ausspricht, wurde sowohl von diversen religiösen Führern als auch Menschenrechtsorganisationen und Virtu 100 signiert. Das ist eine Abscheulichkeit, die einer ungehinderten Eitelkeit, technokratischer Arroganz, dem völligen Verfall der Moral entspricht. Ne? Unsere Position ist klar. Saburo Arasakas menschenverachtende Machtübernahme verletzt internationales Recht. In so einem Fall ist ein Schiedsverfahren absolut notwendig, um bei... Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der die Reichen und Mächtigen unsterblich werden können, in der sie... weiterhin von den Ärmsten der Armen profitieren, ihnen ihre Lebensgrundlage und auch ihre Körper... Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Leben ist keine Wahl! Leben ist keine... Doch Saburo Arasakas Antwort auf die anhaltenden Proteste spricht eine ähnliche Sprache. Es gibt keine Beschwichtigungspolitik. Arasaka-san内部の出来事に関して...外部の方々にとやかく言われる筋合いはありません。生を受けることに許可が必要ない以上、蘇ることも同様であると考えるべきです。私が息子を殺めたなどという主張は事実無根。法的根拠もありません。
Bitte machen Sie sich fertig. Die Tests beginnen bald. Gibt's schon Ergebnisse der letzten Tests? Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir beginnen heute eine neue Reihe an Tests. Von mir aus? Na los, bringen wir es hinter uns. Kognitiver Funktionstest. Das schon wieder. Lösen Sie den Würfel. Nächster Test. Verbinden Sie sich mit Ihrem Direct Link. Meta-Bewusstseinsbildung. Initiiere Test. Der Patient ist bereit für die Untersuchung. Fangen wir schon an. Gerätskalibrierung. Antworten Sie auf die Stichwörter mit Ihrer ersten Assoziation. So schnell wie möglich, ohne zu denken, schon klar. Krankheit. Tod. Rebellion. Ich selbst. Transformation. Die Gegenwart. Einsamkeit. Die Zukunft. Rebellion. Sie sind in einem Maisfeld. Hohe, grüne Pflanzen, soweit das Auge reicht. Das Sonnenlicht ist grell und blendet. Die Maispflanzen teilen sich, während sie voranschreiten. Sie erreichen eine Lichtung, die von einem Mähdrescher hinterlassen wurde. Ihr Mund ist trocken und klebrig von der Hitze. Zu ihren Füßen ist ein Nest. Die Maschine hat den weichen Boden aufgewühlt. Sie entdecken blinde, neugeborene Feldmäuse um das Muttertier. Die Maschine hat sie in zwei geteilt. Die Tiere liegen in perfekter Symmetrie, wie eine winzige Blume. Ihr Mund wird wässrig. Ein Schatten breitet sich langsam auf dem Boden aus. Die erste Regenwolke des Jahres. Messungen abgeschlossen. Wir fahren nun mit dem motorischen Funktionstest fort. Bitte betreten Sie das Laufband. Oh, wieder. Motorischer Funktionstest. Direct Link. Muss das letzte Mal mit Bravour bestanden haben. Langsam gehen. Soweit nicht schlecht. Etwas schneller. Drei Stufen beschleunigen. Ich schaff's nicht. Muss aufhören. Anhalten. Der heutigen Tests. Kommunikation wurde freigeschaltet. Sie können nun Telefongespräche tätigen. Zur Erde. Das Telefon.
Achso, ich muss das selber aussehen. Ja, ich trottel. Panam. Hey. Du hast Nerven! Was? Warum? Was ist los? Tu nicht so überrascht. Ich hab mit Victor gesprochen. Wo zum Teufel bist du? Sitze auf einer Arasaka-Orbitstation. Weiß nicht, auf welcher. Mir doch egal, auf welcher. Du steckst in Schwierigkeiten. Schon wieder. Allein. Du hättest um Hilfe bitten können. Hatte meine Gründe. Oh, fuck. Hör auf. Du machst mich nur noch wütender. Komm einfach zurück zur Erde, sofort. Bevor sie dir wehtun. Schön, deine Stimme zu hören. Gleichfalls, Idiot. Und jetzt komm nach Hause. Wie geht's? Hey, das würde ich dich gern fragen. Ehrlich gesagt ging's mir schon besser. Was soll ich da aus der Ferne tun? Übers Telefon? Ich wollte nur reden, Vic. Komm, du kennst mich lang genug. Ich bin nicht gut mit sowas. Und Misty ist nicht in der Stadt. Was soll ich denn bloß tun? Dich zusammenreißen und selbst entscheiden? Du hast mir und dir selbst bewiesen, dass du das kannst. Danke für den Rat, Vic. Klingt nach einem Plan. Machen wir das ganz kurz. Ah, es hat einen Fehler, das sieht man ja jetzt. Jetzt sieht es ja grafisch normal. Hatte vorhin einen Blaustich. Also hat immer noch ein paar Bugs, einige. Manchmal, dass die Melodie hängen bleibt, manchmal, dass das Spiel soll. Und da kann man es über Steam gar nicht mehr beenden, da muss man sich wieder komplett ausloggen. Hat das jetzt schon wieder ein Problem? Sieht grün aus. Ja. Jetzt ist normal. Immerhin. Kognitiver Funktionstest. Ja, muss ich wahrscheinlich gedrückt halten, ne? Lösen Sie den Würfel. Ne, kann ich nicht.
von Arasaka Corp und Militech auf besorgniserregende Weise eskaliert. Mehrere Experten und Analysten warnten vor der drohenden Möglichkeit eines bewaffneten Konflikts. Die Spannungen spitzten sich zu, als Erbe Yorinobu Arasaka die Führung nach dem Tod seines Vaters Saburo Arasaka übernahm und Militech beschuldigte, diesen ermordet zu haben. Allerdings trat nach der Rückkehr von Saburo Arasaka ein unerwarteter Sinneswandel ein und die Situation zwischen den rivalisierenden Konzernen scheint entschärft. Keizoku wa chikara nari. Arasaka-sha no kihon-linen desu. Musuko no Yorinobu wa kono kotoba wo wasure, asette henka wo motome sugimashita. Watashi ga teki mikata ryousha ni toki tsuzukete kita kyoukun. 完璧なものを変える必要はない。これが真理なのです。以上となります。 Saburo Arasaka und NUSA-Präsidentin Myers stimmten einem persönlichen Treffen zu, um das Fundament für einen dauerhaften Frieden zu legen. Der erste Schritt des guten Willens wurde heute unternommen, indem der Arasaka-CEO 15 bewaffnete Fahrzeuge der konzerneigenen Akaashi-Reihe auf... Hey, sag mal. Diese Tests, dauern die noch lange? Wir brauchen verlässliche Werte. Ich halte das nicht mehr aus. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Oh, wie oft denn, ne? Okay. Aufrichten. Antworten Sie auf die Stichwörter mit dem ersten Wort, das Ihnen einfällt. Ohne nachzudenken. Loyalität. Keine Ahnung. Antworten Sie auf die Stichwörter mit der ersten Sache, die Ihnen in den Kopf kommt. So schnell wie möglich, ohne nachzudenken, ja. Menschheit. Johnny. Betreten Sie das Laufband. So schnell wie möglich, ohne darüber nachzudenken. Wie? Hanako Arasaka. Ich will mit dir reden. Sofort. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Nein, verdammt, es reicht! Ich hab genug, ich hasse diesen Scheißort! Ja. Arbeitslebenssimulator. Ja, das wäre ja mal was, ne? Arbeitssimulator 2021. Ist es wirklich schon morgen? Die Sonne ging vor genau 2 Stunden über Night City auf. Ach, hier sollte echt mal jemand aufräumen. Was willst du? Sie wollen, dass ich mit dir rede. Schon gut. Also, was willst du mir sagen? Ich habe leider schlechte Neuigkeiten für dich. Hör zu. Der Eingriff war ein Erfolg.
Wir haben den Biochip entfernt. Doch der Schaden, den er angerichtet hat, ist enorm. Auf genetischer Ebene bis hin zu veränderter DNS. So etwas sieht man sonst bei Strahlungsopfern. Und leider ist es tödlich. Nein, ich glaub dir kein Wort. Die Testergebnisse lassen keinen Zweifel zu. Ihr könntet euch irren. An deiner Stelle würde ich mir da keine Hoffnungen machen. Noch haben wir nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Möglichkeiten? Was für Möglichkeiten gibt's noch? Ich wurde schon aufgeschnitten. Der Arasaka-Konzern hat die Fähigkeit, den Tod zu überlisten. Wir brauchen nur ein wenig Vertrauen von dir. Das letzte Mal, als ich euch vertraut habe, bin ich hier geendet. Nun, du könntest Teil unseres Pilotprogramms Sichere deine Seele werden. Dein Körper ist nicht mehr zu gebrauchen. Du musst ihn verlassen. Wir werden ein Engramm deiner Seele erstellen und in Mikoshi lagern. Lagern? Warum kriege ich nicht einfach einen neuen Körper? Wir müssen noch das Kompatibilitätsproblem lösen. Und bei Saburo Arasaka gab es keine Kompatibilitätsprobleme? Du hast keine eigenen Kinder. Und auch keine Klinik, die sich ausschließlich um deinen Fall kümmert. Nehmen wir mal an, ich willige ein. Dann lande ich in Arasakas Seelenknast und bin ihn ausgeliefert? Muss ich dich noch nach dem Haken fragen? Es wurde alles in einem Vertrag festgehalten. Das ist deine Garantie. Du musst ihn nur unterschreiben. Wenn du weiterleben willst. Da eine digitalisierte Psyche rechtlich gesehen kein Individuum ist, enthält der Vertrag die Aufgabe all deiner Rechte. Natürlich nur vorübergehend. Nein, ich lasse mich nicht zu Arasakas Eigentum machen. Die bisherigen Teilnehmer des Programms sind alle bekannte, einflussreiche Menschen. Wir haben noch keine Beschwerden. Und wenn ich ablehne? Deine Sachen sind gepackt. Ein Shuttle wird dich zurück zur Erde bringen und du wirst noch vor dem Winter tot sein. Ich weiß, dass das keine leichte Entscheidung ist. Denk gut drüber nach. Keine juristischen Tricks. Kein Kleingedrucktes. Du... Ich will leben. Mal gucken. Wie die meisten. Es gibt keinen Grund zu warten. Wir können gleich anfangen. Wir sehen uns in der Zukunft. Hoffentlich. Ja, wir sehen uns. Das Personal übernimmt ab hier. Ich habe das Gefühl, das war eine Falle. Hey, wie heißt du? Hajime. Darf ich dich was fragen, Hajime? Was würdest du jemandem sagen, der ins Gefängnis seines größten Feindes spaziert, um sein Leben zu retten? Ich würde sagen, gut, aber vergiss nie, wie du nach Hause kommst.
Heavy, wie ist die Aussicht von da oben? Ist die Erde so schön, wie immer behauptet wird? Oder ist das auch nur eine Lüge? Denk dran, dass deine Implantate für die Schwerkraftbedingungen der Erde hergestellt wurden. Könnten im Orbit verrückt spielen. Komm bloß nicht auf die Idee, Fehlermeldungen zu ignorieren, okay? Und wenn du wiederkommst, falls du zurückkommst, mache ich einen Rundumcheck. Vielleicht kriegst du sogar einen kleinen Rabatt. Pass auf dich auf. Mom. Hey, wie? Hab mich gefragt, wie es dir so ergangen ist. Hab eine Weile nichts von dir gehört. Lässt es dir in Night City immer noch gut gehen? Ich denk ständig dran, alles stehen und liegen zu lassen und abzuhauen und... Trotzdem bin ich immer noch hier. Es ist wie Treibsand. Je mehr man versucht zu entkommen, desto mehr wird man reingezogen. Wenn man erstmal bis zu den Knien drinsteckt, gibt's kein Entkommen mehr. Wie Evelyn. Egal. Pass auf dich auf, ja? Und ruf mich mal an. Ciao. Hey, wie? Wie läuft's? Das Wetter an den Badlands ist angenehm wie immer. Mehr als 30 Grad im Schatten. Mein Kühler ist durchgeschmolzen. Und ein Sandsturm kommt direkt auf uns zu. Also, du verpasst was. Aber mal im Ernst. Wir kommen klar. Die Familie wächst ununterbrochen. Die Arbeit stapelt sich. Manchmal wünsche ich mir nur eine ruhige Nacht. Aber naja, man kann nicht alles haben. Stimmt's, wie? Du weißt, was ich meine. Sag Bescheid, wenn die Stadt dir zu langweilig wird. Dann nehme ich dich mit auf eine Spritztour. Also dann, mach's gut, wie. Hallo, wie? Sorry. Hab gehört, dass in Night City was Großes vor sich geht und dass ein gewisser Wie die Hauptrolle spielt. Keine Ahnung, was du jetzt vorhast, aber denk dran, wir kümmern uns immer um unsere Leute. Und, bist jetzt einer von uns, Wie. Gehörst zu den Aldecaldos. Vergiss das nicht. Pass auf dich auf, ja? Und wir sehen uns. Wie? Hey! Hörst du mich? Shit, zeichne das Ding hier auf. Okay, also, wir alle haben uns gefragt, wann du endlich mal vorbeikommst. Ach, könnten den Grill anschmeißen, uns ein paar Drinks gönnen, Rennen fahren oder Rough and Schiff einen Besuch abstatten. Was ich sagen will, die Badlands könnten einen Teufelskerl wie dich gebrauchen. Ich weiß ja nicht, was bei dir gerade abgeht. Aber denk dran, dass du hier draußen jederzeit willkommen bist. Okay, mach's mal gut. Eins muss ich dir lassen, Weh. Ich bin beeindruckt. Als du meintest, du würdest dir Hillmann vorknöpfen, war ich mir sicher, du würdest in einem Leichensack zurückkommen. Aber du hast es geschafft. Normalerweise irre ich mich nicht, was Leute und ihre Fähigkeiten angeht. Ich bin gespannt, was du noch so alles drauf hast. Falls du für mich arbeiten möchtest, weißt du ja, wo du mich findest. Hey, wie? Orbitalverbindungen sind schweineteuer, also komme ich direkt zum Punkt. Ich musste an dich denken, also habe ich mal schnell die Karten gelegt und... Oh je. Der Narr, der Mond, die Hohepriesterin. Das sind ganz üble Karten. Behalte deine neuen Freunde gut im Auge, Bee. Das ist mein Ernst. Tja, das war's, ne? Oder wie? So wie es ausscheint. Thank you.
Scheint so kurz zu sein. Also, ich habe ja dann die Hauptmission mehr gemacht. Also, nach den Hauptmissionen zufolge ist es nicht so lang. Aber ich werde es, glaube ich, auf Twitch noch ein bisschen zocken. So mit einem Speicherpunkt davor. Sozusagen. Und mache dann die Nebenmission. Mal so alles noch so ein bisschen. I
Panam. Thank you.
Nee. Da ist ganz schön viel. Also ich glaube nicht, dass sich das wiederholt. Na guck mal, jetzt kommen diese ganzen Radiosachen. Also, da ist eine Menge. Na guck mal, die bringen ja wirklich jeden einzelnen Radiosender jetzt noch, welche Songs da noch sind. Also die haben an alles gedacht. Ganz schön viel. Ich weiß gar nicht, also so lang habe ich auch noch nie gehabt, aber das ist schon richtig. Guck mal, das ist ja das nächste. Und es waren ja schon ein paar Radiosender. Aber das war ja jetzt das eine Ende. Dann will ich mir demnächst, weiß nicht, vielleicht nochmal das andere angucken. Weil da kann man ja dann wieder zurück. Aber ob man dann da irgendwie, weiß nicht, was man dann da sieht. Also es gibt zwei Enden. Thank you.
Other Songs. Oh. Geht immer weiter. Hat kein Ende. Das Ende. Ist ja cool. Also die Hauptgeschichte haben wir jetzt fertig, so wie es aussieht. Ja. Okay. Cool. Ja. Achso. Ja, dann speichere ich einmal. Einmal neu. Da würde ich sagen, mache ich das irgendwann demnächst nochmal. Ja, heute nicht mehr. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.